So, ich mache jetzt einen Schlag mit einem Eisen 7, könnte auch ein Eisen 8 sein. Und schaue bitte genau, wie das alles aussieht. Oh, könntest du ein bisschen nach hinten, zur Seite gehen, die Kamera. Danke. Noch einmal. Und jetzt. Guck mal meinen Stand an und sieht hier Unterschiede? Könnt gerne sagen. Bis Ballweite links, konntest du das von da sehen? Nicht schlecht. Ja, also mit Rescue weiter links. Ansonsten. Ich nehme jetzt Eisen 8. Ist schwierig, oder? Warum? Weil es sehr wenig Unterschied gibt. Vielleicht das Leger ist schräger gehalten beim Eisen 8. So, das Rescue ist etwas länger, je nachdem, je lang das Rescue ist. Übrigens die Zahl auf dem Rescue 4, 5, 6. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist der Ziemlich, Loft. das ist nur der Loft, genau. So, diese 4 bedeutet, dass dieses Rescue ein Eisen 4, ein Loft von einem Eisen 4 entspricht. Aber die Länge der ist länger. So, man hat mit diesem Schläger, mit dem Rescue einen längeren Ballflug und einen höheren Ballflug in der Regel mit dem Rescue. So, vor allem für die Damen, wenn ihr einen relativ hohen und relativ langen Ball spielen möchtet, dann ist das besser als Eisen. Aber um Rescue gut beherrschen zu können, muss man Eisen 7 oder Eisen 8 denken. Und das ist der Tipp, den ich jetzt euch geben möchte. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit Rescue oder Hot 7, sowas, dann denkt einfach Eisen. Und der Grund, warum das hilft, ist, weil man automatisch bei den Eisen mehr nach unten schlägt. Und diese steile Eintreffwinkel ist notwendig, dass der Ball hochfliegt. So, ich werde jetzt mit meinem Rescue mehr nach unten schlagen. Das ist jetzt interessant. Guck mal, was mit dem Divot passiert. Da ist weniger Divot. Aber ich habe den Ball gut getroffen. Auch wenn er ein bisschen gehuckt hat. So, warum habe ich kein Divot mit diesem Schläger? Hat mit dieser Sohle zu tun. So, der Schläger ist super, weil ich kann schön nach unten schwingen und der gräbt sich nicht ein. So, mein Tipp ist, mit diesem Schläger Ballposition leicht mehr vorne im Stand verglichen zu Eisen. Aber vom Gefühl her müsst ihr Eisen denken und nach unten schlagen und gestatte es, die Sohle in den Boden kommen zu lassen. So, außer Stand und Ballposition sehr, sehr wenig Unterschied. Habt ihr auch bei mir gesehen. Okay, so, ihr könnt jetzt das weitermachen, bitte abwechseln die zwei Schläge. Und ich werde zu jedem kommen und an die Sachen arbeiten, die gestern wichtig waren.